Guten Morgen zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen USA-Webinar. Mein Name ist Christian Meuter vom Visit USA Committee und wie bei jedem unserer Webinare haben wir auch heute einen wunderbaren Partner mit dabei, der euch die besten Infos aus erster Hand geben kann. Mit dabei, unten, ihr seht sie schon, ist die Steffi Ahlers. Guten Morgen, Steffi. Ja, guten Morgen. Schön, dass ihr alle dabei seid. Von den California Partners. California Partners, wirst du gleich nochmal was zu sagen, ist ein Zusammenschluss von verschiedenen Regionen in Kalifornien. Heute gehen wir dann vornehmlich nach San Diego, nach Palm Springs und nach Sonoma County. Bevor wir mit Steffi aber loslegen, habe ich auch das wie immer ein paar Sachen noch vorweg zu sagen, ein bisschen Housekeeping zu machen. Wenn ihr Probleme habt mit dem Webinar, ganz wichtig, schaltet alles aus, was Internet braucht. Ich meine, mittlerweile haben wir alle sehr, sehr viele Webinare gemacht. Wahrscheinlich kennt ihr diese Regeln mittlerweile, aber es schadet ja nicht, es nochmal zu sagen. Ganz besonders auch, wenn ihr irgendwie Probleme mit den Videos habt. Also wenn die Videos ruckeln, die wir gleich zeigen, dann liegt das ziemlich sicher an eurer Internetverbindung. Also dann müsst ihr einfach versuchen, dass alles ausgeschaltet ist, was irgendwie Internet brauchen könnte. Habt ihr technische Probleme, hängt die Präsentation einfach nochmal neu einwählen oder den Browser wechseln. Das sind so die besten Tipps, die wir da haben. Wie immer, das Webinar wird komplett aufgezeichnet. Ihr könnt euch alles im Nachgang nochmal angucken, auch wenn jetzt gleich Kunden reinkommen oder das Telefon klingelt und ihr was verpasst habt. Überhaupt kein Problem. Ihr könnt alles nachholen. Und alle Fragen, die ihr haben könntet, könnt ihr sehr, sehr gerne über den Chat stellen. Ob es technische Probleme sind oder eben Fragen an Steffi, Fragen zur Präsentation, das alles gerne über den Chat. Und ich werde die Fragen dann gerne weitergeben. Das war's dann von meiner Seite. Steffi, die Bühne gehört dir. Ja, alles klar. Ja, schönen guten Morgen nochmal von meiner Seite. Steffi Ahlers bin ich von der Agentur MSI. Wir vertreten, wie Christian schon gerade sagte, halt verschiedene kalifornische Regionen. Darüber hinaus halt auch Visit California, also Gesamtkalifornien, aber eben schwerpunktmäßig einige Regionen, die man hier sieht. Heute ist das Thema San Diego, Greater Palm Springs und Sonoma County. Andere Region, die wir in Kalifornien noch vertreten, ist Saltillo County, eine kleinere Weinregion, so ein bisschen westlich von Sacramento. Dann Santa Monica, ganz unten im Süden, sicherlich den meisten Begriff. Dann noch oben einige Kunden in den Bergen von Kalifornien, also einmal Yosemite, Mariposa, direkt der Yosemite Nationalpark. Dann Lake Tahoe, oben am wunderschönen Lake Tahoe, etwas nördlich vom Yosemite Nationalpark und Mammoth Lakes, das halt am östlichen Ausgang des Yosemite Nationalparks liegt. Ja, starten möchte ich heute mit San Diego. San Diego hat nicht umsonst den Slogan Happiness is Calling. Es ist eine wunderschöne Stadt, die zweitgrößte Stadt Kaliforniens und ein komplett perfekter Mix aus Strandleben und Großstadtflair. Wir haben ja immer meistens sonniges Klima, Durchschnittstemperatur von 20 Grad. Es gibt unheimlich viel zu tun, allein 112 Kilometer Strand, aber eben auch weltbekannte Attraktionen und alle anderen Sachen, die halt mit einer großen Metropole kommen. Das Schöne in San Diego ist, obwohl die Stadt so groß ist, ist es doch relativ nah zusammen alles. Das heißt, man ist mitten im Downtown und merkt eigentlich nicht, dass der Strand in der Nähe ist sozusagen. Und gleichzeitig ist man dann aber auch sehr, sehr schnell wieder in seinem Beach Resort, mitten am Strand, am Pazifik und merkt eigentlich auch nicht, dass die Großstadt um die Ecke ist. Also insofern kann man beides total gut kombinieren, bietet sich wirklich an, am Start der Reise auf jeden Fall. Das Tolle ist, San Diego wird auch direkt von der Lufthansa angeflogen und zwar von München aus. Der Vorteil dabei ist, es gibt ja verschiedene Flugverbindungen nach Kalifornien, unter anderem auch mit der Lufthansa, United und auch mit Condor jetzt. Die meisten gehen ja nach San Francisco und LA, das ist ja so der Klassiker. Bei den großen Flughäfen ist es allerdings so, dass wenn man von Deutschland aus ankommt, man meistens einer von vielen internationalen Flügen ist und entsprechend ist es an der Immigration ziemlich voll. Wenn man mit der Lufthansa nach San Diego fliegt, ist man unter Garantie der einzige internationale Flug, der in dem Moment ankommt. Das bedeutet, man ist relativ schnell durch die Immigration durch und der Flughafen von San Diego liegt halt auch mitten in der Stadt.
Insofern ist man auch wirklich schnell dann am Hotel. Gerade wenn man jetzt angereist ist nach so einem langen Flug, und dann ist man echt froh, wenn man direkt möglichst schnell dann wirklich am Ziel ankommt. Und das ist in San Diego auf jeden Fall gegeben. Also ein toller Startpunkt, San Diego. Genau, das wollte ich gerade sagen. Das ist ja auch der perfekte Startpunkt für eine Rundreise durch Kalifornien. Also das macht ja total Sinn. Das macht total Sinn. Man kann von da auch das Motorhome buchen, man kann von da natürlich auch Mietwagen aller Art buchen. Also es ist der perfekte Ausgangspunkt für eine Reise. Andererseits ist es natürlich auch ein schöner Schlusspunkt, weil man hier einfach nochmal so ein paar Tage am Strand dranhängen kann und so ein bisschen relaxen kann und Stadt und Strand verbinden kann. Also lohnt sich auf jeden Fall. Zu Beginn ein kleiner Gruß von meinem Kollegen Benjamin, direkt aus San Diego, und ein kleiner Film, der so ein bisschen auf San Diego einstimmt. Hey, it's Benjamin Eastman from the San Diego Tourism Authority saying hello from San Diego. We're at La Jolla Shores Beach. Get time. Can't wait to welcome your guests here to enjoy this beach for themselves. Sehr cool. Also mein liebster Teil der Webinare ist ja immer, ich gucke mir die Videos nie vorher an, damit ich sie quasi zum ersten Mal jetzt sehe. Echt cool. Also ich muss sagen, ich war auch mal einmal in San Diego. Ich hatte nicht so viel Glück mit dem Wetter. Ich hatte tatsächlich zwei der wenigen Regentage erwischt. Aber es war trotzdem total cool. Und wenn ich das jetzt so sehe wieder, da kommen viele Bilder wieder hoch. Nee, ja, echt. Das ist halt, der Benjamin, den hat es ein bisschen abgeschnitten. Der hatte noch ein bisschen was mehr zu sagen. Aber auf jeden Fall wollte er alle ganz herzlich begrüßen aus San Diego. Ach, bei mir lief es bis zu Ende durch. Das tut mir leid. Okay, ja. Weil das war irgendwie, aber da war auch die Tonstrecke mit der Bildstrecke, glaube ich, nicht ganz konform. Aber also der lässt euch auf jeden Fall herzlich grüßen und freut sich, wenn ihr alle mal wieder nach San Diego kommt, beziehungsweise eures Kunden nach San Diego bringt. Ja. Dann geht's weiter. Und zwar, ja, habe ich ja schon angesprochen, 112 Kilometer Strand. Ein großer Teil von San Diego ist halt echt geprägt durch wunderschöne Steilküsten und wirklich wunderschöne Buchten, die man hier sieht. Sehr beliebt bei Surfern, aber man kann es auch durchaus etwas seichter haben. Also 112 Kilometer Strand ist nicht komplett alles am Pazifik, sondern San Diego besteht halt auch aus vielen kleinen Buchten und kleineren Inseln, sodass man durchaus auch einige Hotel-Resorts hat, die mehr so im Inneren sind und an der Bucht liegen und nicht am offenen Meer, und dann wirklich auch eher das Wasser auch so ein bisschen ruhiger ist. Auch gerade für Familien mit Kindern ist das dann natürlich auch ideal. Es gibt ja auch Strände wie den Pacific Beach oder den Ocean Beach, die sich wirklich einfach total lang, ohne irgendwelche Felsen oder Buchten, entlangziehen. Und ja, also das ist so das typische Südkalifornien hier. In der Nähe sind halt auch viele Bars und Restaurants auf der anderen Seite, die man jetzt gerade nicht sieht sozusagen. Aber einfach ein wunderschöner Strand. Wenn man ein bisschen ins Hinterland von San Diego geht, dann sieht die Natur plötzlich ganz anders aus. Hier wird es bergig, hier gibt es auch einige schöne State Parks, wie zum Beispiel den Anza Borrego State Park, wo man wirklich so ein bisschen ein kleines Utah auch vorfindet. Natürlich längst nicht in den großen Dimensionen, aber eben auch mit diesen roten Steinen, die so wunderschön von der Sonne angeleuchtet werden. Man kann hier total schöne Outdoor-Aktivitäten durchführen, hiken, Mountainbike fahren und sowas alles. Also auch die Option ist auf jeden Fall hier gegeben. Ja, das nochmal ein Blick aufs Downtown von San Diego, hier mit dem Baseballstadion und dahinter das Convention Center von San Diego. Und hier sieht man halt auch, wie sehr die Stadt vom Wasser halt geprägt ist. Das finde ich, macht eine Stadt immer total interessant, wenn man einfach das Wasser drumherum hat. Und das ist in San Diego wirklich so, wenn man wirklich diese ganzen kleinen Inseln und Inlets und Buchten hat, sodass man nie wirklich weit vom Wasser entfernt ist. Das ist das Gaslamp Quarter, das ist so das bekannteste Ausgehviertel von San Diego.
Das sind viktorianische Gebäude, die alle wunderschön restauriert worden sind. Hier kann man gut abends ausgehen, das heißt, hier sind Clubs, Bars, aber man ist auch, hat auch eine große Auswahl von Restaurants hier und fühlt sich auch mit der Familie total wohl. Also das ist jetzt nicht nur so ein Partyspot, sondern da sind halt auch Geschäfte und Restaurants drumherum. Das zieht sich über mehrere Blocks, ist wirklich mitten im Downtown und lässt sich von daher wirklich super zu Fuß dann auch erreichen. Ja, was auch ganz wichtig ist in San Diego oder wunderschön ist sozusagen, man kann es sich dort wirklich auch kulinarisch sehr gut gehen lassen. Dieser Mix aus kalifornischer und mexikanischer Küche hat auf jeden Fall seine Reize. Es gibt natürlich sehr viele mexikanische Restaurants, aber auch in der kalifornischen Küche gibt es hier sehr viele Überschneidungen und Ausprägungen dieses mexikanischen, ja, der mexikanischen Kulinarik sozusagen. Und es gibt sehr viele Bierbrauereien auch hier in der Ecke. Von daher, ja, also die kulinarische Szene, die ganze Restaurantszene ist super vielfältig und ja, man kann sich das sehr gut gehen lassen hier. Das ist der Balboa Park. Der Balboa Park ist so ein bisschen das kulturelle Zentrum von San Diego. Es gibt halt viele Museen, Theater und diese wunderschönen Gebäude hier, die alle im spanischen Kolonialstil erbaut worden sind. Das sind alles Gebäude, die noch von der einer Ausstellung übrig sind aus dem letzten Jahr, Anfang des letzten Jahrhunderts. War hier die Panama-Kalifornien-Ausstellung und da hat man hier einige Gebäude hingestellt und die hat man halt Gott sei Dank alle erhalten und so gibt sich dieses schöne Bild hier im Balboa Park, der total weitläufig ist, zum Spazierengehen einlädt und unter anderem halt auch die Heimat des berühmten San Diego Zoo ist, der ja auf jeden Fall auf der Liste stehen sollte, wenn man hierher kommt. Das ist wie ein riesig großer botanischer Garten, wunderschön angelegt. Das ist auf jeden Fall eine der größten Attraktionen hier. Ja, Weiter. genau, nee, kann ich nur unterschreiben. Genau, ich meine, wenn man das so im Reiseführer liest, irgendwie ein Zoo ist halt immer so, ja, ein Zoo haben wir auch zu Hause. Nee, also das ist wirklich, der ist wirklich richtig toll, der ist spektakulär, der ist super angelegt, die Gehege sind riesengroß, also das lohnt sich wirklich gerade, wenn man vielleicht auch Kinder dabei hat. Ja, der ist halt auch unheimlich grün, ist so auf Genau. mehreren Ebenen und man kann halt auch mit so einem Doppeldeckerbus da auch noch durchfahren und sich erstmal einen Überblick verschaffen, weil der wirklich riesig groß ist und gerade auch für Kinder und Familien wird unheimlich viel gemacht. Grundsätzlich finde ich immer, dass die Amerikaner sehr gut Museen sozusagen machen können. Also dieses, wenn man in ein amerikanisches Museum geht, ist das immer sehr, ja, ein bisschen lebhafter. Man findet sich irgendwie selber wieder, man kann die Sachen selber ausprobieren. Ist unheimlich interessant gemacht und das ist in den Zoos, ist das halt auch so, dass es sehr viele Stationen gibt, wo Leute auch was erklären und wo man selber was ausprobieren kann. Und gerade für Kinder, also auch für Familien, ist das wirklich eine total schöne Sache. Ja, SeaWorld ist auch in San Diego. Das ist halt auf der einen Seite natürlich die ganze Wasserwelt. Ist ja auch ein bisschen kritisch gewesen in den letzten Jahren. Das ist ja auch berechtigt. Die Shows gibt es nicht mehr so, wie es sie gegeben hat. Das macht ja auch total Sinn. Aber es gibt halt darüber hinaus halt viele große Aquarien. Und SeaWorld hat aber auch viele Rides. Also es gibt da tolle Achterbahnen. Und auch wer darauf steht, ist hier auf jeden Fall auch sehr gut aufgehoben. Jedes Jahr im Oktober gibt es in San Diego den Kids Free Month. In dieser Zeit sind sämtliche Attraktionen für Kinder frei. Das heißt, sie zahlen keinen Eintritt. Die Hotels und auch die Restaurants bieten spezielle Angebote für Familien an. Das trifft sich so ungefähr mit unseren Herbstferien. Von daher ist Oktober wirklich eine tolle Reisezeit. Finde ich sowieso insgesamt für Kalifornien eine tolle Reisezeit. Also wenn wir mit unseren Kindern in Kalifornien waren, haben wir das auch meistens im Oktober gemacht, in den Herbstferien. Man hat noch super schönes Wetter in der Zeit. Die Strände sind immer noch toll, man kann immer noch baden gehen, aber es ist längst nicht mehr so voll. Dann sind halt noch so Aktionen, wie gesagt, wie dieser Kids Free Month, die das so deutlich attraktiver auch noch machen. Also Oktober auf jeden Fall immer dran denken, das ist eine super Reisezeit für Kalifornien. Ja, hier haben wir so ein bisschen die Old Town San Diego. Das ist im Grunde genommen die erste spanische Ansiedlung, die hier auch im letzten Jahrhundert gegründet wurde. Ist halt auch sehr unter mexikanischem Einschlag und man kann hier nett shoppen gehen. Es gibt viele nette mexikanische Restaurants, auch Live-Musik. Halt ist es so ein bisschen der kulturelle Mittelpunkt dieses
dieses mexikanischen Einschlags so ein bisschen. Ganz in der Nähe fährt auch der Old Town Trolley ab. Also der hat verschiedene Stationen, muss man sich so ein bisschen vorstellen, wie so ein Hop-on-Hop-off-Bus, findet aber halt in diesem alten Bus sozusagen statt, der so ein bisschen ähnlich aussieht wie die Cable Cars in San Francisco, ist aber motorisiert, hat halt verschiedene Stops, fährt quer durch die Stadt und auch hier kann man halt so ein Tagesticket erwerben und kriegt damit halt ganz guten Überblick über die gesamte Stadt, aber auch über die ganzen Highlights von San Diego. Also das ist auf jeden Fall, wenn man da das erste Mal ist und vielleicht so einen Tag hat, bietet sich das auf jeden Fall an. Zu dem Kids Free Month ist gerade noch eine Frage gekommen. Ja. Bis zu welchem Alter gehen diese Angebote? Das ist meistens so, also nicht bis 18, aber so bis 12, 14, je nachdem, was das für Attraktionen sind. Mhm. Alles klar, danke dir. Natürlich. Genau. Ja, hier nochmal ein Blick auf das Downtown von San Diego mit der berühmten Coronado Bridge, die auf die Halbinsel Coronado führt. Genau, also das nochmal als Abschied von San Diego. Dann geht es weiter, und zwar in die Wüste von Kalifornien. Also ungefähr ein Drittel von Kalifornien ist Wüste tatsächlich. Und mittendrin in diesen Wüsten gibt es wunderschöne Oasen, wie zum Beispiel die Greater Palm Springs. Die liegen so 2,5 Stunden östlich von Los Angeles und auch circa 2,5 Stunden im Nordosten von San Diego. Von da aus sind es noch 4 Stunden bis Las Vegas. Also das kann man halt sehr gut so als Südkalifornien-Tour machen. Palm Springs hat das ganze Jahr super sonniges, schönes, warmes Klima und einfach eine faszinierende Landschaft. Auf der einen Seite halt die Berge drumherum und mittendrin halt so ein bisschen dieses Oasengefühl mit Palmen, mit Golfplätzen. Das Ganze liegt auf so einem unterirdischen See und ist deswegen wassermäßig ganz gut versorgt. Es ist ideal zum Entspannen, es gibt tolle Hotelanlagen. Palm Springs ist halt echt super, wenn man jetzt auf so einer Rundreise ist und auf dem Weg nach Las Vegas oder von Las Vegas kommt, einfach mal so ein bisschen aufspannen will, bevor man nach Kalifornien wird. Da kann man halt super 2-3 Tage einfach mal den Pool genießen. Das vergisst man ja manchmal, wenn man so eine Reise plant. Man will ja eigentlich nicht jeden Tag immer nur weiterfahren. Das ist ja dann manchmal am Anfang, plant man das und will natürlich möglichst viel sehen. Aber wenn man dann erstmal vor Ort ist, ist so ein Pooltag zwischendurch auch nicht verkehrt. Den sollte man auf jeden Fall mit einplanen und das kann man hier in Palm Springs wirklich toll machen. Das Vorteil ist noch, im Sommer ist halt Nebensaison. Es ist natürlich relativ warm hier, weil es ja Wüste ist, aber das kann man eigentlich ganz gut aushalten, weil es eine trockene Hitze ist. Und entsprechend, wie gesagt, im Sommer die niedrigeren Hotelpreise. Das kann man wirklich gut machen hier als Stopp nochmal auf Natur. Und Shopping ist auch ganz groß hier in der Ecke. Genau, dann haben wir, willst du jetzt nochmal kurz den Film einspielen? Mal gucken, wie es diesmal klappt. Ja, mach ich. Auch nochmal einen Gruß von meinem Kollegen und nochmal ein kleiner Imagefilm halt auch von Palm Springs. Jawohl, kommt. Hello and welcome. Welcome to Greater Palm Springs. My name is Gary Orfield. And on behalf of everyone from Visit Greater Palm Springs, we wanted to thank you for taking a few moments to learn a little bit more about the destination and certainly hope we can provide a warm welcome for a visit very soon. Thank you again. Entspannten Pooltag würde ich wohl nehmen. du bist, glaube ich, noch auf Stumm. Ich mich doch gleich mal wieder. Ja, da bin ich wieder. Ja, das kann man ganz gut aushalten da.
Hier sieht man halt nochmal den Blick auf das gesamte Coachella Valley, so nennt sich die Gegend. Und dazu gehört halt nicht nur Palm Springs, sondern auch so ein paar andere Orte, die dem einen oder anderen vielleicht schon mal untergekommen sind. Rancho Mirage, dann Indian Wells, da findet das Tennisturnier immer statt. Dann Coachella selber und Inyo. In Inyo findet halt immer das große Coachella Festival statt, das Music Festival. Also das ist halt, Palm Springs ist so die bekannteste Stadt in der Gegend, aber es gibt halt noch einige andere Orte. Ja, Palm Springs hat schon lange Zeit, eigentlich seitdem es es gibt, sozusagen immer so ein bisschen den Ruf, der Hotspot der Promis zu sein. Also im letzten Jahrhundert, in den 30er Jahren, haben sich hier sehr viele Schauspieler und Hollywood-Größen angesiedelt. Die durften sich nur 2-3 Stunden vom Set in Los Angeles entfernen und dann hat man sich halt diese Region Palm Springs ausgesucht, um sich hier anzusiedeln und das Leben zu genießen, ein bisschen fernab von dem ganzen Trubel und vielleicht auch nicht so unter dem, dass das immer jeder mitkriegt, was man so treibt. Und so hat es die Leute halt nach Palm Springs verschlagen. Also Marilyn Monroe, Frank Sinatra, Tony Curtis, diese ganzen Schauspieler aus der damaligen Zeit, haben sich hier sehr wohl gefühlt und haben aber auch dafür gesorgt, dass hier natürlich einiges entstanden ist an Infrastruktur, Bars, Restaurants, haben sich halt auch ziemlich abgefahrene Häuser zum Teil gebaut. Das ist dieser typische Mid-Century Modern Arts Stil, dieser Wüstenstil. Aber auch heute noch hat sich das erhalten. Also es ist heute noch so, dass viele Promis, Schauspieler oder einfach reiche Leute gerne hier ihre 2 Dritthäuser haben. Ist natürlich ganz nett hier, auch im Winter scheint die Sonne. Entsprechend gibt es hier die Events, es gibt die Fashion Week, es gibt ein großes Filmfestival, was immer vor der Oscarverleihung stattfindet. Also das hat sich bis heute so erhalten. Gleichzeitig ist Palm Springs aber auch wirklich eine Gegend, wo man auch ganz normal hinfahren kann. Und es ist nicht alles nur Luxus und teuer. Also man kann durchaus auch im guten 3-Sterne-Hotel hier wohnen, mit einer tollen Poolanlage und sich gut gehen lassen. Das ist nicht alles nur im 5-Sterne-Bereich angesiedelt. Und es gibt zum Beispiel so Veranstaltungen wie das Village Festival, das jeden Donnerstagabend in Palm Springs auf dem Palm Canyon Drive stattfindet. Hier unten links sieht man das. Da gibt es dann Livebands, so Kunstartikel, so Stände und auch Foodtrucks und sowas. Und man kann halt einfach ein bisschen durch die Gegend laufen und trifft dabei viele Einheimische. Aber bei Touristen ist das halt auch sehr beliebt. Das ist jeden Donnerstag? Jeden Donnerstagabend, genau. Ja, da sperren die Straßen und machen da dieses Village Festival. Mhm. Ja, chill und relax. Das kann man sich hier sehr gut vorstellen, wenn man das sieht. Da lässt es sich wunderbar aushalten. Wellness ist auch ganz groß. Es gibt halt viele natürliche Heilquellen hier. Und das hat man sich zunutze gemacht. Und die meisten Hotels haben halt auch alle sehr schöne Wellnessbereiche. Shopping ist auch ganz groß. Die Cabazon Outlet Malls, die liegen ungefähr eine halbe Stunde vor Palm Springs, wenn man von Los Angeles kommt. Da kann man immer noch mal guten Stopp machen. Über 100 Golfplätze, also wer gerne golft, ist hier auf jeden Fall auch richtig. Und dann, wie eben schon erwähnt, hat die Gegend halt unheimlich an Popularität auch gewonnen durch das Coachella Valley Music and Arts Festival, was jedes Jahr im April an 2 Wochenenden stattfindet und das große Gesehen und Sehen und Gesehen werden sozusagen zum Ziel hat. Also sehr viele Promis sind hier, A, B, C-Kategorie. Aber auch ganz viele normale Leute, die einfach gerne gute Musik hören. Und das Line-up ist wirklich super hier. Die angesagtesten Bands spielen da. Und das Ganze drumherum ist schon total krass und super. Das ist auf jeden Fall ein Festival, was bei vielen ganz hoch oben auf der Liste steht. Ja, genau. Das Tennisturnier immer im März. Auch eins der größten Tennisturniere auf der ATP-Tour. Auch hier in Palm Springs. Und was halt auch ganz schön ist, wenn man so ein bisschen auch auf Outdoor-Aktivitäten abzielt, kann man hier sehr gute Jeep-Touren in die Wüste machen. Es gibt spannende Regionen hier. Es ist alles so ein bisschen auch in Bewegung. Also die San Andreas-Verwerfung, also diese sozusagen diese Grenze der Platten, die auch immer im Zusammenhang mit dem Erdbeben steht sozusagen, die läuft ganz in der Nähe von Palm Springs. Und so ist das Ganze alles hier so ein bisschen in Bewegung. Insofern, dass immer mal wieder Quellen aus der Erde sprudeln und in Bereichen, wo man denkt, hier könnte eigentlich nichts wachsen, ist dann plötzlich so eine kleine Palmoase, weil das alles hochkommt. Also ich habe da jetzt noch nie ein größeres Erdbeben erlebt, aber klar, die ganze Gegend um Kalifornien herum hat das natürlich irgendwo, ist da natürlich was in Bewegung sozusagen. Dann haben wir hier den Joshua Tree National Park, wunderschöner Nationalpark in der Nähe von Palm Springs.
der diese wundersamen Bäume, die Joshua Trees halt als Wahrzeichen hat, auch sehr, sehr beliebt bei Kletterern, die Ecke. Ja, dann geht es nochmal zum Schluss in eine ganz andere Region, weiter im Norden. Sonoma County liegt ungefähr eine Dreiviertelstunde nördlich von San Francisco. Ist halt bekannt für gute Weine, tolle Restaurants, ist aber auch total charmant von der ganzen Landschaft mit 80 Kilometer Küste, Redwood-Wäldern und einem ganz tollen Klima. Einfach eine super nette Region. Da kommt jetzt, glaube ich, auch nochmal ein kleiner Gruß von meinen Kollegen und ein kurzer Film. Hello and greetings from sunny Santa Rosa. We can wait to see you or your clients here back at one of our 425 wineries. Welcome to Sonoma County. We invite you to experience Northern California's wine country, where life opens up in unexpected ways. Unfolding 30 minutes north of San Francisco and the Golden Gate Bridge, Sonoma County is celebrated around the world for our rolling hills, verdant valleys, ancient redwoods, magical coastline, and of course, our wines. Less familiar, but no less quintessential, is the bounty of unique and often unexpected local discoveries along our winding country roads, and the animating spirit, vibe, and rhythm of our people, many here for generations. For groups and visitors seeking to broaden their horizons, we offer a richer, deeper experience at the very roots of why we travel and meet in the first place. That includes opening our doors and hearts to all. As a member of the Global Sustainable Tourism Council, we are devoted to caring for all the nature that surrounds us while upholding the highest standards of inclusion and diversity. Whether enjoying the laid-back urban appeal of our cities or venturing out to the country towns and coastal villages, Sonoma County visitors find more, feel more, learn more, and celebrate more. Set your dial and choose your speed for business and pleasure alike. Contemporary and historic hotels. Venues, high adrenaline thrills, cinematic treasures, leisure pursuits, and immersive, approachable luxury are all part of the mix in accessible, easy-to-reach Sonoma County. The place to make new friends, to strengthen connections, to embrace new perspectives, to develop a deeper understanding, and to create lasting memories. Many visitors tell us they had no idea that Sonoma County offered so many unexpected finds, that they left with a different view of what's important and what is possible, feeling more inspired, more curious, and more motivated. When life opens up, good things happen in unexpected and surprising ways. That is the Sonoma County invitation for you to discover and experience and your reason to return. Sehr schön. Völlig anders als das, was wir bisher natürlich gesehen haben, aber auch total. Ja, gut. Genau. Also nochmal, der Norden von Kalifornien ist ja tatsächlich schon viel, also ganz anders als der Süden und viel verbinden mit Kalifornien, ja, hauptsächlich so dieses Südkalifornien, was ja auch wunderschön ist, aber es gibt halt noch ganz andere Ecken. Ja, ich glaube, die Videos von meinen Kollegen sind alle etwas abgeschnitten, zumindest bei mir, weil die Ton- und die Bildspur, glaube ich, nicht gleich ist. Ja, deswegen, okay. Wie gesagt, die hatten alle noch ein bisschen was mehr zu sagen, aber im Grunde genommen geht es hauptsächlich darum, dass sie sich alle freuen, wenn ihr mal da in die Gegend kommt und eventuell auch euren Kunden davon erzählt, wie schön es hier ist. So, dann geht es weiter. Genau, hier nochmal so ein kleiner Überblick. Da unten ist halt San Francisco. Und dann haben wir hier einmal die Küste, dann das Inland mit den Redwood Trees und dem wunderschönen Russian River. Und dann halt auch im Osten und im Süden dann die ganzen Weinregionen hier.
Es gibt über 425 Weingüter und Sonoma ist so ein bisschen dafür bekannt, so ein bisschen ursprünglicher zu sein. Also Napa ist ja so ein bisschen das Bekanntere. Das sind halt alles zum großen Teil sehr große Weingüter. Und hier in Sonoma hat man das eigentlich selten, dass da mal ein Bus davor steht. Das sind alles so kleinere Weingüter, so ein bisschen persönlicher alles, wunderschön angelegt, legen auch sehr viel Wert auf ja, biodynamisch Anbau und Organic und sowas alles. Also das ist dort ganz groß geschrieben. Nach Sonoma kommen total viele Leute, die oder sind ganz viele Leute gekommen, die so ein bisschen ihr eigenes Ding machen wollen, die sich da mit ihrer Kreativität auslassen. Also das ist eine total nette Ecke von Kalifornien, wo die Leute auch total entspannt sind, echt gut drauf sind und man wirklich viele spannende Sachen entdecken kann. Ist für mich halt auch immer so eine Lieblingsregion von Kalifornien. Ich bin da total gerne. Das ist so ein Tastinghouse und eine der Wineries. Und hier sieht man halt auch die zahlreichen Farmersmärkte. Ist jetzt, denke ich, für uns immer in Deutschland nicht sowas so Besonderes. Wir haben ja alle unsere Wochenmärkte, aber es ist halt schon so in der Region, dass es ja die meisten Restaurants wirklich nur Sachen verwenden, die wirklich vor Ort auch produziert worden sind. Und das Angebot ist halt riesig groß und sehr lecker. Ja, das ist so eine typische durchgedeckte Tafel hier mitten in der Weinregion. Das kann man sich schon ganz gut vorstellen, dass man das hier sehr gut aushalten kann. Ja, die Städte sind alle so ein bisschen kleiner, ein bisschen Kleinstädte, gar nicht so viel Ketten, sondern eher so individuellere Bistros, Cafés, Boutiquen, oft in der Mitte so ein Plaza, wo man sich abends auch gerne trifft, wo dann Leitmusik ist und jeder bringt seine Flasche Wein mit und setzt sich da auf die Picknickdecke. Also das ist so typisch Sonoma County. Hier sieht man auch nochmal so ein bisschen Aktivitäten, die man hier machen kann. Fahrrad für Fahrradfahrer ist sehr beliebt. Dann halt dieser Russian River, wo man sehr gut mit einem Sub oder Kajak oder Kanu unterwegs ist. Und Ziplining durch die Redwood Trees ist hier auch auf jeden Fall eine coole Sache, wenn man wirklich von diesen großen Bäumen, diesen riesigen, oft über 50 Meter und noch höher hohen Bäumen, von einem zum anderen sich per Zipline gleiten lässt. Das hat auf jeden Fall was. Mhm. So, dann haben wir hier nochmal eben genau den Armstrong Redwood State Reserve Park. Also wirklich so eine große Ansammlung von Redwood Trees. Also wer jetzt nicht ganz in den Norden fahren will von Kalifornien oder eben in die Nationalparks Yosemite oder Sequoia, da sind die ja auch, hat hier halt auch einen sehr guten Eindruck, kann einen sehr guten Eindruck von diesen riesigen Bäumen hier bekommen. Ja, und zum Abschluss hier nochmal Bilder von der Küste. Natürlich ein bisschen wilder als jetzt unten im Süden. Auch sehr viel Steilküsten, aber auch wirklich wunderschön. Es gibt einige sehr, sehr nette Hotels auch, die hier direkt an der Küste liegen. Alles ein bisschen abgelegen, ziemlich dünn besiedelt, aber hat auf jeden Fall seinen Charme. Ja, damit bin ich eigentlich am Ende meiner kleinen Tour hier. Und, oh, da bin ich schon zu weit gegangen. Ja. Nee, alles gut. Genau. Ja, danke dir. Das waren sehr, sehr schöne Eindrücke. Ich mache einmal ein bisschen Werbung für unsere nächsten Veranstaltungen und Webinare. Das heißt, hier unser nächstes Webinar ist Alabama am 7. Dezember. Also jetzt habt ihr einen Monat genau webinarfrei von uns. Danach geht es in die Südstaaten. Anmeldung, wie gehabt, über fusa.travel. Aber da schicke ich euch gleich im Nachgang zusammen mit der Aufzeichnung eben auch den Anmeldelink nochmal zu. Falls ihr noch Fragen an Steffi habt, jetzt schon mal gerne in den Chat schreiben. Da kümmern wir uns gleich drum, um alle offenen Fragen. Wie gesagt, jetzt einmal noch ein Wort zu unserer nächsten Veranstaltungsreihe. Nächste Woche sind wir nämlich auf Roadshow. Wir gehen auf Kino-Roadshow, werden quasi ganz tolle Präsentationen auf der großen Leinwand haben. Am Ende des Tages wird noch ein toller Film gezeigt. Ihr könnt sogar eure Kunden mit noch ins Kino einladen abends als kostenlose Kundenbindung. Also wirklich, wenn ihr nächste Woche Zeit habt und in der Nähe einer dieser Städte wohnt, kommt vorbei, meldet euch an. Das wird eine sehr, sehr schöne Veranstaltung mit vielen guten Inputs, 12 Partner jeweils, die präsentieren. Und wie gesagt, am Ende das Highlight mit dem Film. Start ist dann jeweils um 15 Uhr, falls ihr vorbeikommen möchtet, noch nicht angemeldet seid. Und die Anmeldung auch hier über unsere Website fusa.travel. So, zurück nach Kalifornien. Ich gucke einmal in den Chat. Genau, da war einmal die Frage nach Hotel-Empfehlungen. Das ist natürlich jetzt schwierig bei der Fülle an Hotels, die da sind, aber ich würde gerne in einem Follow-up-E-Mail, kann ich gerne ein paar Tipps schicken und ein paar, also in San Diego kommt es zum Beispiel an, dann will man irgendwo lieber im Downtown oder will man lieber direkt am Strand, also da kann ich gerne ein paar Tipps mitschicken, das gleiche eben auch für Palm Springs, da gibt es halt mitten in Palm Springs oder eher so ein bisschen außerhalb und in der Natur
und für Sonoma natürlich auch. Also wie gesagt, ich schicke da gerne was beim Follow-up mit. Ja, das hört sich gut an. Genau, dann eine Frage zu San Diego. Sind die Strände mit den öffentlichen Verkehrsmitteln gut zu erreichen? Also es gibt halt schon Busverbindungen dort, also was auf jeden Fall zum Beispiel auch mit dem Trolley angefahren wird, ist der Strand von Coronado Beach, direkt vor dem berühmten Hotel del Coronado. Ansonsten ist es, würde ich jetzt mal ganz ehrlich sagen, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln in San Diego, da würde ich mich nicht so hundertprozentig drauf verlassen. Allerdings, was man ja wirklich sagen muss, diese Uber-Variante in den USA ist ja wirklich mittlerweile, gerade wenn man jetzt nicht vielleicht auch alleine unterwegs ist, zu zweit oder zu dritt oder zu viert, dann ist es meistens einfacher, man nimmt sich zusammen Uber. Von den Kosten ist es wahrscheinlich auch kein großer Unterschied, wenn man das untereinander teilt. Und so kommt man eigentlich super gut in den Städten hin und her. Ja, das stimmt. Und auch in San Diego. Ja, das stimmt. Kommst du genau dahin, wo du hin möchtest. Genau. Und wirst im Hotel abgeholt. Ja. Genau. Und also es gibt Busse, aber das ist ja auch alles nicht so, wie das jetzt hier bei uns in Deutschland ist und so ein gutes Netz und auch in der Frequenz. Das ist halt schon ein bisschen schwieriger. Von daher würde ich da lieber auf den Uber setzen. Mhm. Ja, guter Hinweis. So, ansonsten gibt es viel Lob für dich, Steffi. Da kann ich mich nur anschließen. Viele tolle Infos. So, aber an Fragen scheinen wir schon alles abgearbeitet zu haben. Okay, also wenn jetzt im Nachhinein noch jemanden Fragen kommen, könnt ihr euch auch gerne direkt an mich wenden. Wie gesagt, ich schicke da auch nochmal eine Follow-up-E-Mail und da könnt ihr jederzeit gerne, Schaufenster-Deko haben wir leider nicht. Infomaterial haben wir. Wir sind im Moment noch nicht ganz so gut wieder aufgestellt, aber ein bisschen was haben wir schon von den einzelnen Regionen. Wir haben eigentlich auch immer sehr schöne Reiseplaner gehabt von Kalifornien auf Deutsch, so ein Reiseführer und auch Karten. Da warten wir gerade sehnsüchtig darauf, dass die endlich wieder neu gedruckt werden und wir die auch wieder zur Verfügung haben. Momentan haben wir sie leider noch nicht wieder. Aber jetzt zum Beispiel von San Diego und Palm Springs habe ich auch deutsche Broschüren und auch von Sonoma haben wir das da. Das kann ich auf jeden Fall gerne rausschicken. Einfach Bescheid sagen, dann würde ich das verschicken. Schaufenster-Deko, wie gesagt, das ist schon, also wir hatten, das ist schon ewig hier, dass wir mal Poster hatten, das gibt schon ganz lange nicht mehr. Das Problem bei diesen Postern ist ja auch, dass man sie dann verschicken muss und diese Rollen sind halt auch echt im Versand dann ziemlich teuer. Von daher sind da die meisten Kunden inzwischen voll abgerückt, zumindest bei uns, leider. Ja, ja, das ist ein allgemeines Problem. Ja, genau. Nee, also wie gesagt, also ich gebe gerne Informationen weiter, einmal zu diesen drei Regionen, aber auch andere Sachen von Kalifornien könnt ihr gerne an mich schicken. Ja, perfekt. So, dann glaube ich, können wir hier an der Stelle ein Häkchen dran machen. Keine Fragen mehr offen, du hast alles beantwortet, alle Regionen sind im Detail vorgestellt worden, super. Vielen, vielen Dank, Steffi. Wie gesagt, den Link zur Aufzeichnung, den bekommt ihr heute Nachmittag von mir. Von Steffi bekommt ihr noch eine E-Mail mit allen weiteren Infos. Und dann vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Und vielen Dank, Steffi, für die schöne Präsentation. Ja, von mir auch nochmal herzlichen Dank, dass ihr alle dabei wart. Hat mir auch Spaß gemacht. Alles klar. Tschüss. Ciao.